Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sorry, dass ich ein bisschen müde aussehe, aber ich habe gerade mein Zimmer aufgeräumt, einige Sachen für den morgigen Aufbruch nach Dietzenbach gepackt. Ich bin wirklich durch für heute. Aber ich möchte euch noch eine süße Geschenkidee verraten, die wirklich so einfach ist, aber wirklich genauso einfach, wie sie schön ist. Ich habe das mal in der Grundschule gemacht und mich heute daran zurückerinnert und wollte diese Idee mit euch teilen, weil sie wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schön ist und für den Vatertag, Muttertag, für euch selber, falls ihr es satt habt, diese komischen Schlüsselanhänger für 3, 4 € jetzt mal übertrieben gesagt im Laden zu kaufen und irgendwann gehen sie eh kaputt. Ich meine, der hier geht jetzt auch kaputt, aber dann ist es nicht so schlimm. Ja, und dafür braucht ihr im Prinzip nur drei Sachen. Ihr braucht einen Schlüsselring. Ja, es geht um einen Schlüsselanhänger. Drei Fäden, am besten so Plastikfäden und ein Feuerzeug, was am besten funktioniert. Ihr könnt es auch anders machen, aber da hält es besser. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich erkläre es euch gleich. Also Leute, jetzt nehmt ihr erstmal den Schlüsselring und die drei Fäden, das Feuerzeug erstmal noch nicht, und knotet die Fäden um den Schlüsselring zusammen, damit es auch schön fest ist. Und jetzt flechtet ihr. Für die, die nicht wissen, wie Flechten geht, ich erkläre es kurz. Wenn ihr jetzt den Schlüsselring, keine Ahnung, sagen wir, ihr habt den Schlüsselring zu eurem Bauch gezeigt und die Fäden zeigen nach oben, dann nehmt ihr euch den linken Faden, nehmt ihn hoch und überschlagt ihn, also tut ihn über den mittleren, sodass dieser mittlere jetzt links ist und zieht das ein bisschen stramm. Dann nehmt ihr den ganz rechts außen, tut ihn über den mittleren, also den vorherigen linken, sodass der in der Mitte ist. Und jetzt tut ihr den mittleren, beziehungsweise eben den linken, der in der Mitte war, über den in der Mitte, der jetzt in der Mitte ist. Ich will euch nicht zu sehr verwirren, ich bin gerade auch irgendwie verwirrt von mir selber, lol. Und so macht ihr das weiter, bis ihr einen, ich sag mal, Fadenzopf geflochten habt. Es ist wirklich sehr einfach, wenn ihr den Dreh raus habt. Ich kann euch auch mal eine Flechtanleitung zeigen, demnächst, wenn ihr gerne möchtet. Und da kann ich euch das noch ein bisschen näher erklären. Da kann ich drauf eingehen und das ist dann etwas einfacher. Genau. Und jetzt kommt euer Feuerzeug da zum Einsatz. Ach so, was ich vergessen habe, ihr solltet natürlich darauf achten, gleichmäßig zu flechten, beziehungsweise die Fäden auch gleich lang zu machen. Hupsi. Ja gut, das konntet ihr euch denken, egal. Auf jeden Fall nehmt ihr jetzt das Feuerzeug und wenn das so Plastikfäden sind, könnt ihr die quasi zusammenschweißen da unten und das hält wirklich gut. Natürlich könnt ihr es da unten auch festknoten, aber ich finde, das sieht nicht so schön aus. Es ist besser. Also es riecht dann zwar ein bisschen streng und es dauert auch ein bisschen, also erstmal dann nicht anfassen, weil es dann sehr heiß ist. Und falls hier ihr Kinder, falls ihr da auch zuschaut, bitte macht das nicht alleine, sondern mit euren Eltern. Es ist sehr, sehr gefährlich, mit Feuerzeug bzw. generell mit Feuer zu spielen. In 5 Sekunden kann euer ganzes Haus in Flammen stehen und das will keiner. Da bin ich mir sehr sicher und deshalb ist es sehr wichtig, eben darauf zu achten, dass man das mit einer erwachsenen und eventuell sehenden Person macht. Ja, Leute, ich finde es einfach eine mega coole Idee und ich wollte es euch gezeigt haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich verspreche euch, es gibt nicht nur Bastelvideos, es gibt auch Deko-Videos. Auf meinem anderen Kanal gibt es Beauty-Videos und auf dem Kanal hier gibt es auch noch ganz viele Koch- und Backvideos. Also, Leute, ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, eure Donna. Ciao.